Wer ist das beste Anime-Girl? Die Waifu, die jeder ins Herz geschlossen hat. Das finden wir heute heraus. So startete schon vor einigen Wochen das große Waifu-Turnier. Regelmäßig bin ich auf Twitch gegangen und habe die Anime-Girls gegeneinander antreten lassen. Wer ist beliebter? Wer kommt weiter? Und wer fliegt raus? Zu Beginn gab es über 700 Teilnehmer. 700. Aber nun sind wir bei weniger als 20. Doch wer wird gewinnen? Wer wird in die Geschichte eingehen als die beste Waifu? Heute finden wir es heraus. Wenn ich solche Turniere häufiger machen soll, dann drücke auf den Like-Button. Legen wir aber nun mit den Teilnehmern los. Also, heute dabei sind Asuna. Wie heißt du denn nochmal? Um Gottes Willen. Emilia, Irina, Kurumi und die ganzen hier. Wir wollen jetzt nicht alle Namen, das sind hier. Die sind alle schon rausgeflogen. Die sind alle schon rausgeflogen. Ihr wolltet es ja nicht anders. Ihr wolltet es nicht anders. Die sind hier alle dabei. Können wir hier schon mal ein bisschen durchteasen hier, was es dafür gibt? Rem versus Emilia. Chika versus Yukino. Rin versus Stella. Misaki versus Chizuru. Und noch viele mehr. Und noch viele mehr. Das werden wir jetzt auf jeden Fall entscheiden. Wer ist die beste Waifu? Julis versus Raftalia. Haut es schon mal in den Chat rein. Überzeugt die Leute. Jeder Neue, der reinkommt, muss von eurer Meinung überzeugt sein. Und aktuell vorne hier mit 88 Stimmen. Raftalia versus 34 Stimmen. Julis wird Julis noch aufhalten aus der Asterix War oder nicht? Meine Damen und Herren, wird sie es noch schaffen? Ihr müsst jeden Neuen davon überzeugen. 104 Stimmen aktuell für Raftalia, 40 Stimmen nur für Julis. Oh, das wird, glaube ich, kein richtig knappes Duell. Das wird relativ leicht zu entscheiden sein. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Und gewonnen hat Raftalia. Eindeutig. Und somit steht das Ergebnis fest und das bedeutet, Julis ist raus. Weiter geht's mit dem nächsten. Oh mein Gott, Leute. Rem versus Emilia ballert rein in die Kommentare. So, wir schalten um und wir sehen, wer... Oh, das wird sicherlich spannend. 15 gegen 12 Stimmen. 28 gegen 40. Aktuell ist eben... Oh, 41. Oh, da hat sich's wieder gewendet. Meine Damen und Herren, 56 gegen 63. Das wird knapp 60 gegen... Oh, 61 gegen 20. Jetzt sind schon 10 Unterschied. 15 Unterschied. Wird Rem noch aufholen? Schafft sie es oder nicht? Aktuell eindeutig mit 20 vorne. Oh mein Gott. Leute, was ist los, Rem? Nicht beeinflussen. Mach ich gleich. Sag ich am Ende, wer besser ist. Ja, oder ich sag's jetzt. Also bei mir ist es, glaube ich, Rem. Ich finde Rem besser. Aber ich glaube, Emilia ist in den letzten Staffeln nochmal deutlich beliebter geworden. Oh, jetzt wird's wieder knapp. 10 nur noch. 10 Unterschied. Und da wurde es aber entschieden. Emilia ist weiter und Rem ist raus. Also, machen wir weiter mit dem nächsten Duell. Und zwar Chika versus Yukino. Chika natürlich aus Kaguya-sama Love is War und Yukino aus Oregairu. Wer wird diesmal gewinnen? Spammt den Chat voll. Sag refreshen und da sind wir hier. Oh, 15 für Chika. Oh mein Gott, Chika. Oh, aber Yukino holt sich dann... Oh, Gleichstand schon fast wieder. Wird Yukino es schaffen? 55 jetzt schon für Yukino. Oh, 8 Abstand. Das wird schwer, Leute. 6 Abstand. Oh. Was sagt ihr eigentlich, meine Damen und Herren? Brillenträger gut oder nicht? Also auf Mädels? 4 Abstand nur noch. Oh, das wird spannend, Leute. Oh, 4 Abstand. Wird Yukino vorbeiziehen? Oh, Yukino 4 hinten, 3 hinten. Das ist aber ein knappes Duell. Ich mag Chika eigentlich nicht. Oh. Ihr wisst schon, dass wir jetzt, dass wir irgendwann auch zum Ende kommen müssen, ne? Keine Ahnung. Überlegen wir uns noch was. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ja, wahrscheinlich sind erstmal beide weiter. Machen wir weiter mit dem nächsten Duell. Rin versus Stella. Rin natürlich aus Fates Day Night Unlimited Blade Works und Stella aus A Chivalry of a Failed Knight. Boom, boom, prrr. Zack, da sind wir. Und Stella hier vorne mit 55 versus Rin mit 44. Oh, wird jetzt Rin weit abgeschlagen. Da muss ich ja sagen, dass ich persönlich Rin besser finde. Das ist natürlich meine persönliche Meinung, aber Rin ist natürlich... Da schlägt mein Herz so ein bisschen. Wenn ich Rin sehe in meiner Timeline, die ist super. Jetzt schon 100 Stimmen für Stella. Halleluja. Das ist natürlich interessant. Fate
ist natürlich eindeutig die größere Serie. Ja, aber Stella in Chivalry of a Failed Knight, eine Serie, die ja seit 7 Jahren, 8 Jahren halt schon rausgekommen ist, ist halt immer noch beliebt. Da merkt man halt, was Charakterdesign und Community und Wollen und Wissen ausmacht. Fast doppelt so viele für Stella. Das ist halt heftig. Und damit hat Stella offiziell gewonnen mit 127 Stimmen gegen 63. Meine Waifu, Rin mag ich auch sehr gerne. Meine Waifu ist jetzt rausgeflogen. Aber ja, meine Meinung ist nicht so wichtig, sondern eure. Machen wir weiter mit dem nächsten Duell. Misaki aus Maid Summer versus Chizuru aus Went a Girlfriend. Question, zack. Und wir sehen's und oh Gottes Willen. Misaki steigt natürlich dann hier nochmal auf. 58, aber 20 jetzt gerade Unterschied. Wird es Misaki noch schaffen aufzuholen, Leute? Das Misaki-Bild ist voll hässlich. Was ist los, Leute? Hä? Was soll denn das denn? Wer ist jetzt vorne? 102 schon. Halleluja. Misaki aber muss sich nicht verstecken mit 65. Das ist schon super. Und damit steht das Ergebnis fest. Misaki ist rausgeflogen. Chizuru ist weiter. Jetzt fliegen meine ganzen Waifus fliegen hier raus. Rin fliegt raus. Misaki fliegt raus. So, weiter mit dem nächsten. Oh, Leute, das wird interessant. Leute, das wird interessant. Kaguya versus Mio. Wer gewinnt? Ich hoffe, alle haben beide Anime gesehen. Testen wir noch Sis and the Devil. Eindeutig der bessere Anime. Spaß. Oh, gerade Mio ist vorne mit 53 gegen Kaguya. 47. Gerade, Kaguya, was ist los? Wo sind die Kaguya-sama as war fans? Kaguya-sama love as war fans. Intelligenz ist einer der wichtigsten Faktoren. Ja, würde ich auch sagen. Für manche scheinbar nicht. Aber nein, wir bewerten eine Waifu nach ihrem Charakter. Nicht nach ihrem Aussehen und nicht nach dem, wie viel Geld sie verdient. Stell euch mal vor, ihr würdet bei einem Date sitzen und würdet sagen, ey, ich weiß, du denkst, Männer denken immer nur an das eine, aber ich bin da anders. Ich will einfach nur wissen, wie viel du verdienst. Mio ist aktuell vorne mit 114 gegen 92. Die Kaguya-Fans wurden nicht mehr. Klassische Frage, oder nicht? Würde ich auch sagen. Man muss auch Prioritäten setzen. Mio hat gewonnen mit 115. Oh mein Gott, hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, es gibt ein paar mehr Kaguya-sama Love is War-Fans. Aber damit ist Kaguya raus. Machen wir weiter mit dem nächsten Duell, meine Damen und Herren. Oh, da ist es bald schon. Kurumi versus Irina. Kurumi natürlich aus Date Alive. Irina aus Food Wars. Und wir schalten wieder um. Und hier haben wir die Umfrage. Kurumi aktuell. Oh mein Gott. Das ist scheinbar eindeutig. Oh mein Gott. Oh, aber Irina gerade am Aufholen, Leute. Gibt Gas. Gibt Gas, Leute. Und damit hat Kurumi eindeutig gewonnen mit über 40 Stimmen mehr. Halleluja, was sagt das über meine Community? Soll ich mir irgendwelche Fragen stellen? Yume aus Grimgar ist auch nicht drin. Leute, wer hat denn Grimgar gesehen? Man muss auch mal realistisch bleiben. Aber wir können gerne nochmal ein Waifu-Turnier von den Verlierern machen oder noch ein paar andere reinnehmen. Können wir das gerne auch mal häufiger machen. So, das wird natürlich... Oh, Leute. Rias gegen Asuna. So, oh, ihr siehste, guckt euch das wieder an hier. Asuna eindeutig vorne. Da merkt man, Leute, dass es dann doch wichtig ist, aus welcher Serie man kommt. Aber ja, hier eindeutig 114, 115, das ist ja heftig, eskaliert ja gerade hier. 76 gegen 133, das wird ja langsam hier schon wieder langweilig. Gegen wen ist Tiger rausgeflogen? Ich glaube gegen Stella. Also Tiger hat wirklich keinen großen Kampf geliefert, ähnlich wie Rias gerade. Also, und damit ist es passiert. Rias ist aus dem Turnier rausgeflogen gegen Asuna eindeutig mit über 50 Stimmen mehr. Bin einfach am Boden zerstört, Leute. Okay, ich finde Asuna auch super, aber come on. Machen wir weiter mit dem nächsten und da sind wir jetzt schon. Oh mein Gott. Ach, ich bin immer wieder böse. Das wird heftig, Leute. Das wird heftig. Die Abstimmung geht los und da bin ich ehrlich gesagt wirklich gespannt, weil das kann ich null einschätzen, wer da gewinnt. Und wir haben 28 zu 16. 48 zu 32. Akino ist hinter. Wird Akino noch aufholen? 48 zu 73. 25 schon Unterschied, Leute. Da müsst ihr jetzt mal Gas geben, Leute. Highschool DD-Fans, Akino-Fans, gibt Gas. Oh, das sind jetzt schon fast 30. Aber wir haben jetzt hier 40. Oh, und damit steht gleich das Ergebnis fest in 3, 2, 1. Und Mai hat eindeutig gewonnen mit 40 Stimmen mehr gegen Akino. Puh, das wird schwer, Leute. Das wird schwer. Wir werden jetzt die Leute rausschmeißen, die es nicht geschafft haben. Chica, nein, Spaß. Irina ist raus. Schwierig. Kaguya ist raus. Rem ist raus. Rin ist raus. Mikasa ist raus. Julis ist raus. Und Rias aus Highschool DD ist auch raus. Oh, Akino ist auch raus. Stimmt natürlich. Gehen wir jetzt mal zu der zweiten Runde. Es geht weiter.
mit der nächsten Runde. Ist noch nicht Finale. Haut raus, Leute. Wer muss gewinnen? Wer muss verlieren? Zack, wir schalten um und wir sehen, oh mein Gott, haben wir jetzt wieder hier 50-50, 200 gegen 20 gegen 20. Oh mein Gott, und jetzt Raftalia zieht vorbei, Leute, was ist los? Emilia, WeZero-Fans. Ich hätte ja echt gedacht, dass Emilia deutlich mehr einen Push hat durch die aktuelle Staffel. Also die ist ja erst gerade geendet, also eigentlich müsste das doch richtig was werden, Leute. Und damit ist Emilia raus. Raftalia ist weiter, ich muss hier gar nichts aufschreiben. Ihr Monster. Ihr Monster. Oh Mann, ey. Machen wir weiter mit dem nächsten Duell. Links ist Stella aus Chivalry of Feld Knight. Rechts ist Yukino aus Oregairu. Also wenn ich hier ein 50-50 sehe, und das sehe ich eindeutig hier gerade nicht. Eindeutig gerade Stella ist vorne. Aber Stella eindeutig gerade vorne. Eindeutig. Glaubst du an eine zweite Staffel von Chivalry? Ehrlich gesagt nicht mehr. Aber es kann immer passieren. Devil is a Part-Timer hat auch eine zweite Staffel bekommen. Also wer weiß. Wer weiß. Wie viele Manga hast du? Ehrlich gesagt nicht so viele. Ich habe schon ein paar. Ich habe mir viele gebraucht gekauft, aber nicht so viele. Ihr habt nur noch 20 Sekunden Zeit. 133 gegen 58. Stella hier eindeutig vorne. Nun, das Leben ist hart. Und damit ist Stella weiter. Yukino ist raus. So, weiter geht's gleich. Stella ist weiter und muss gleich gegen Chica gewinnen. Zack, 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 meine Damen und Herren. Und, Stella. Oh, meine Güte, hier 50 drüber. Stella hier eindeutig vorne. Damit wird sie es auf jeden Fall ins Finale schaffen. Ins finale Turnier. Normalerweise streame ich von Dienstag, Donnerstag und Samstag 20 Uhr. Und Sonntag 16.30 Uhr. Ja, ihr macht scheinbar Chica traurig. Und damit steht das Ergebnis fest. Stella ist weiter. Chica ist rausgeflogen. Traurig aber wahr. Das war dann doch eindeutiger als gedacht. So, Mio versus Chizuru. Halleluja, Leute. Oh, 60-60, Leute. Das wird heftig. Das wird heftig. Aktuell ist Chizuru vorne mit 77, 69. Oh, 9 Abstand. Oh, Leute. 88 gegen 81. 91 jetzt gerade. 84 gegen 91. Mio ist hinten mit immer so 8, 7 Punkten. Und damit steht das Ergebnis fest. Chizuru hat gewonnen mit 105 Stimmen. Sehr, sehr knapp, aber damit hat sie es auch erledigt. Das wird heftig werden. Kurumi versus Asuna. Asuna gerade hier. Das wird spannend. Aber eindeutig hier. Oh mein Gott. 96 hier vorne. 102. Ja, so eindeutig ist es dann doch. Also es ist schon ziemlich eindeutig, Leute. Weil ich verliere meinen Glauben an die Menschheit. Ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass man ja unterschätzt oder überschätzt, wie viele Leute so eine crazy Dame werden haben wollen. Also ihr müsst ja auch immer denken, wie realistisch das ist. Also will man wirklich so eine als Waifu haben? Wirklich Kurumi als Waifu? Und damit hat Asuna gewonnen mit 131 Stimmen eindeutig gegen Kurumi. So, wir gehen jetzt mal das Finale dann durch. Ich habe jetzt hier alle Teilnehmer, die schmeiß ich mal dann raus. Das wird interessant, meine Damen und Herren. Haut's raus. Aber es ist interessant, dass halt Stella weitergekommen ist im Vergleich zu Mio. Yes, yes, yes. Die letzte Runde, Leute. Die letzte Runde. Wie heißt die Seite von der Tabelle? Tiermaker. Wer gegen wen? Stella gegen Asuna. Asuna gegen Stella. Okay, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Ich weiß, das könnte vielleicht auch das Finale sein, aber ich will es ehrlich gesagt auch sehen. Stella versus Asuna. Und zack. Asuna gerade. Oh, sind wir wieder hier bei... Oh mein Gott. Sind hier wieder bei Mini-Mini. Noch nie so eine Standardauswahl gesehen. Ja, so ist es nun mal. Man darf es ja auch nicht vergessen, ne? Das ist hier ein Popularitätskontest. Nur noch 10 Sekunden, Leute. 10 Sekunden. Und damit ist die Umfrage 3, 2, 1. Und das Ergebnis steht fest. Asuna ist weiter im Finale. Nächstes Duell. Wer muss gegen wen? Jetzt nicht nochmal Asuna nehmen. Mai gegen Chizuru. Okay, machen wir Mai gegen Chizuru, meine Damen und Herren. Also hier Mai gegen Chizuru. Oh mein Gott. Chizuru hier eindeutig hinten. Was ist denn los? Halleluja. Ich habe ja ehrlich gesagt gedacht, Mai ist deutlich weniger durch Wakanim, weil Wakanim halt jetzt nicht so bekannt ist wie Crunchyroll, aber das ist heftig. Mai zerstört komplett, ja, eindeutig. Eindeutig. Ja, das ist wirklich hier eine absolute Zerstörung und somit ist Mai weiter in 3, 2, 1 und Mai hat gewonnen. Oh mein Gott. Aus welchem Anime ist Chizuru? Aus When a Girlfriend. Gibt's bei Crunchyroll. Machen wir weiter mit dem nächsten. Es ist natürlich, wir haben hier noch, wer soll gegen wen kämpfen? Wer soll gegen wen kämpfen? Oder wir machen, nee, wir machen eine Dreierabstimmung, Leute. Wir machen eine Dreierabstimmung und dann machen wir zwischen den zwei, die oben sind, machen wir dann eine Abstimmung. Alle drei gegeneinander, genau.
alle drei gegeneinander. Asna gegen Mai gegen, wer war der dritte? Raftalia. Yes, yes, yes. Also wie gesagt, wer jetzt gewonnen hat, das zählt noch nicht. Wir werden zweimal Abstimmung machen. Also die ersten beiden, die jetzt vorne sind, die werden dann nochmal gegeneinander kämpfen. Mark, und da haben wir sie. Oh, oh mein Gott. 30 zu 30 zu 30. 35 gerade mal. Alter, oh Leute, was soll das denn? Wir brauchen zwei Gewinner zumindest, die dann gegeneinander kämpfen. Alle drei sind gut, ich kann mich nicht entscheiden. Ihr müsst euch aber entscheiden. Aktuell ist Asuna weit vorne mit, was heißt weit, aber zumindest deutlich vorne. Wir müssen gleich mal gucken, wenn Asuna deutlich vorne ist, dann wird die auf jeden Fall rein sein. Dann machen wir vielleicht dann nochmal eine Umfrage zwischen den zwei Verlierern. Je nachdem, wie es ist, müssen wir nochmal entscheiden. Aber wir werden es sehen. Ich glaube, wir machen es genau, wir machen es andersrum. Wir machen jetzt die Runde, wer jetzt die meisten Punkte hat, der kommt auf jeden Fall in die finale Runde. Und dann machen wir nochmal, wer ins Finale kommt, entscheiden wir zwischen den beiden, Mai versus Raftalia. Und damit ist im Finale Asuna. Asuna. So, und wir werden jetzt nochmal die ganze Abstimmung machen, und zwar mit Raftalia. Ja, versus Mai. Dann werden wir sehen, wer es ins Finale schafft, gegen Asuna zu kämpfen. Die Umfrage geht los in 3, 2, 1 und... Oh, Raftalia hier deutlich abgeschlagen. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, vielleicht kommen noch viele von Asuna zu Raftalia, aber scheinbar kommen eher von Asuna die Leute zu Mai. Nur noch ein paar Sekunden und damit steht das Finale fest in 3, 2, 1 und die Gewinnerin ist Mai. So Leute, jetzt müsst ihr hier nochmal so ein bisschen Asuna versus Mai. Und dann haben wir sie hier, die Umfrage. Und aktuell ist Asuna vorne mit 49 gegen 37. Wird Mai aufholen? Wird sie schaffen? 48 gerade jetzt 10. Oh, jetzt wieder nur 9 hinten. Oh, 4. Egal, wer gewinnt, es sind beide Waifus. Ja, das stimmt natürlich. Aber wer ist die beste Waifu? Jetzt gerade Gleichstand. 80 zu 88. Oh, jetzt zieht Asuna wieder vorbei mit 6. 4, nur noch Unterschied. Oh, Gleichstand wieder, Leute. Gleichstand. Oh mein Gott, Leute. Jetzt 87. Oh, Mai ist vorbeigezogen. Und jetzt mit 4 in Führung gegangen. Oh, Leute. Oh, jetzt sogar mehr. 93 für Mai. Jetzt sogar 9 in Führung, Mai. Halleluja. Wir haben fast 200 Leute, die abgestimmt haben. 9 Stimmen jetzt vorne, Mai. Oh mein Gott, das wird hier ja noch spannend. Jetzt sind schon 11 Stimmen. Nur noch 10 Stimmen. Wird Asuna es noch rumreißen? Vorher war sie vorne, jetzt nicht mehr. 13 Stimmen jetzt vorne für Mai. Irgendwann löst Kaiser noch einen Waifu-Krieg aus. Auf jeden Fall 10 Stimmen nur noch. 10 Stimmen. 9 Stimmen nur noch. Asuna holt auf in den letzten paar Sekunden. Wird es noch was? Wird noch ein Wunder passieren, Leute? Wird noch ein Wunder passieren hier? Die letzten paar Sekunden. 8 nur noch. 8. Ihr müsst schneller Gas geben. Nur noch 7. 100 gegen 107. Wer wird gewinnen? Und 107. Mai hat gewonnen. Oh mein Gott. Und damit, die Siegerin vom Waifu-Turnier ist Mai. Naja, wahrscheinlich stehen alle einfach nur auf Bunny Girls. Aber nun. Und damit ist es vorbei. Das große Waifu-Turnier. Doch wer ist deine Favoritin? Wer hätte gewinnen sollen? Und soll ich noch mehr solcher Turniere machen? Wenn ja, dann schreib es in die Kommentare und drücke auf den Like-Button. Dann weiß ich, dass dir gefällt. Und abonnieren nicht vergessen. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann.